Es ist ja auch kulturell ein Ruck durchs Land gegangen. Nicht? Es fing ja an mit Harpe Kerkelings Buch, ich bin da mal weg. Das wurde ja zum Teil vorab veröffentlicht in der Bild, unter anderem die Passage, wo er sich hat zurückführen lassen und feststellte, dass er Mann Mönch war. Und das hat ja eine Lawine losgetreten. Nicht? Halb Deutschland hat sich zurückführen lassen, um zu gucken, was sie früher so gemacht haben. Franz Beckenbauer hat gesagt, er war ein Tier und eine Pflanze, also nacheinander nehme ich an. Wahrscheinlich keinen geeigneten Menschen in der Weltgeschichte gefunden, dem das Wasser reichen kann. Daniel Kübelböck hat sich auch wieder gemeldet. Der war angeblich Kameltreiber. Ich denke, den Treiber hat er dazu geschummelt. Ne? Ja. Ja, ich habe mich natürlich auch zurückführen lassen und ich war Kreuzritter. Bin im Mittelalter mitgelatscht, aber liebe muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe nichts gemacht. Bin sofort desertiert, als wir da waren, habe eine vermögende und übergewichtige Bauchtänzerin geheiratet, habe dann ein Restaurant eröffnet und kurz darauf den Dönerspieß erfunden, der von dort aus seinen Siegeszug um die ganze Welt antrat. Das war ich. Schade, ich hätte es auch gern gesehen, aber was sollen wir zwei gegen die Übermacht ausrichten? Das können wir auch reinschneiden. Kein Thema. Sie könnten es auch nachreichen, aber das wäre, wir schneiden es lieber rein. Jetzt ist es eh wurscht. Mein lieber Mann. Dann habe ich praktisch, um eine zweite Meinung einzuholen, mich nochmal zurückführen lassen von einem Kollegen. Und da war ich dann Karl May. Ich habe die ganzen Reisen gemacht, die der nicht gemacht hat. Jetzt raten Sie, wen ich im Wilden Westen getroffen habe. Klaus Wowereit, der in seinem früheren Leben Winnetou war. Mein roter Bruder. Herrlich. Herrlich. Das werde ich jetzt jedes Jahr machen und immer eine neue Autobiografie schreiben. Wird schön. Aber nicht nur das Übersinnliche boomt, auch die klassischen Bildungsideale sind wieder im Kommen. Wir haben 8,9% mehr Lateinschüler, 7,2% mehr Griechischschüler. Beide Sprachen habe ich natürlich auch gelernt, das wird Sie nicht überraschen. Ja. Möchten Sie mal den Anfang der Odyssee auf Altgriechisch hören? Ja, so kann ich nicht arbeiten, nicht? Also, ich werde Ihnen eine zweite Chance geben. Möchten Sie mal den Anfang der Odyssee auf Altgriechisch hören? Naja, wenn Sie so betteln. Also gut. Andramoi enepemusa. Polytropon hos malapolla plankte epeitroyes, hieron ptolietrone perse, polon dantropon, iden astea kainon egno, polat hoc en ponto paten algea hon katatymon, arnymenos he. Sie können mich jederzeit durch Applaus stoppen. Sie müssen jetzt nicht das ganze Ding hören. Unersättlich hier. Latein kann ich auch. Ich könnte mich mit dem Papst, für den ist Latein ja Amtssprache, könnte ich mich auf Latein unterhalten. Wir könnten auf dem Petersplatz sitzen, bei einem Tässchen Kaffee Coretto con Grappa. Das ist Italienisch, das kann ich auch. Ja, dann könnten wir die Pilgerinnen angeiern. Und ich könnte zu ihm sagen, Exe Benedetto. Guck mal, Benni. Mulier ibi, die Frau da, cum tunicula minima, mit dem Minirock, et mammis capitalibus. Sie können auch Latein, ne? Ja, ja, ja. Klingt doch irgendwie auch eleganter als Mördertitten, oder?
Ich glaube, da wäre der Papst sehr angenehm berührt und dann würden wir ein schönes Weißweinchen bestellen, damit ich meinen Trinkspruch unterbringen kann, den ich durch Zufall gefunden habe und der so schön auf ihn passt. Benedictum benedactum. In Afrika rennen die Weiber nackt rum. Geht noch weiter. Bei uns tragen sie Kleider. Leider, leider, leider. Ist sehr schön. Ich glaube, da wäre das Eis aber mächtig gebrochen. Ne? Und dann würde der Papst wahrscheinlich sagen, Jürgen, was ich Sie immer mal fragen wollte, wieso tragen Sie eigentlich diese bunten Hemden? Ne? Würde ich sagen, Heiligkeit, aus demselben Grunde, aus dem Ihre Kardinäle diese bunten Klamotten anhaben. Das ist, um Sexualpartner anzulocken. Nicht? Wir kennen das aus dem Tierreich. Die Lippfische, kein Witz, die Lippfische, da lassen die Männchen so neonartige Reflexe über ihren Körper huschen. Das macht die Lippfischweibchen scharf und die stoßen sofort Eizellen aus. Die Männchen stoßen Samenzellen aus und schon ist es passiert. Ja? Dann würde der Papst vielleicht sagen, aber Jürgen, wir können doch nicht alles aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen, würde ich sagen. Natürlich nicht, Heiligkeit. Der Ochsenfrosch zum Beispiel fängt während der Paarungszeit an zu stottern. Nicht, weil er verlegen wäre, sondern weil das die Ochsenfroschweibchen scharf macht. Das würde, wenn wir das auf den Menschen übertrügen, ja bedeuten, dass wir sprechen müssen wie Edmund Stoiber, nur um einen Stich machen zu können. Dann würden wir erstmal wieder Benedictum, Benedactum. Ne? Dann hätte der Papst schon rote Bäckchen. Dann würde er wahrscheinlich sagen, Jürgen, das ist immer ein Witz. Bin ich natürlich darauf vorbereitet. Was erzählt man einem Papst für einen Witz? Es soll ja irgendwie mit seinen Interessen zu tun haben. Man weiß von ihm, er ist Fußballfan. Er hat in seiner Jugend selber Fußball gespielt, hat nie einen reingemacht, er hat ja hinten gespielt. Aber er ist Fan. Also Fußball ist gut und Nonnen. Nonnen sind immer gut für Päpste. Und da habe ich einen gefunden. Zwei Nonnen verfolgen während der Fußball-WM ein Spiel in der Münchner Allianz Arena. Hinter ihnen sitzen zwei Fans, sind sauer, weil sie nichts sehen, wegen der Häubchen. Sagt der eine, so eine Scheiße. Wenn wir noch nach Berlin gefahren, da gibt es nur 17% Katholiken. Ja, sagt der andere. Oder nach Leipzig, da gibt es nur 7% Katholiken. Dreht sich die eine Nonne um und sagt, warum fahrt ihr nicht zur Hölle, da gibt es gar keine. Da wäre der Papst, glaube ich, schwer begeistert. Ne? Würde sagen, noch ein Jung, noch ein. Da habe ich natürlich was vorbereitet. Eine Nonne ist am Trampen, ein Brummifahrer hält an, sie steigt ein, nach 5 Minuten fängt er an zu baggern, legt ihr so die Hand auf die Kutte. Sie sagt, Psalm 90, Vers 5. Und er, bah. Zu Hause guckt er sofort nach. Psalm 90, Vers 5. Du bist auf dem richtigen Weg.